Liebe Nettetalerinnen und Nettetaler, wie zugesagt, möchte ich Sie auch heute wieder, diesmal am Ende der wirklich sehr herausfordernden Woche, auf dem Laufenden halten und versuchen, bei aller Schwierigkeit einen Ausblick auf die nächsten Tage zu geben. Ich bin hier zu Hause an meinem Dienstlaptop. Wie viele Kolleginnen und Kollegen ist es mir nunmehr möglich, wie am Arbeitsplatz im Rathaus zu arbeiten, dezentral zu arbeiten und damit eine möglichst geringe Dichte von Mitarbeitern im Rathaus zu ermöglichen. Das schützt die Gesundheit der Kollegen und ermöglicht, dass es im Krisenfall bei Erkrankungen weiter arbeitsfähig zu bleiben. Das ist dann in unser aller Interesse. Ich habe gerade mit diesem Laptop meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt. Ich bin wirklich stolz auf das, was dieses Team im Rathaus, auf den Straßen in den vergangenen Tagen geleistet hat, die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten, im Krisenmodus trotzdem die notwendigsten Dinge zu tun und viele Herausforderungen dabei zu bewältigen, insbesondere die umwälzenden Ereignisse im Bereich des Einzelhandels in der Umsetzung des Erlasses der Landesregierung. Ein Erlass, der, naja, einige Fragen weiter aufwirft und der sicherlich so in der Umsetzung nicht dauerhaft meiner Überzeugung nach bleiben kann. Was ist wichtig? Die Verwaltung ist weiter arbeitsfähig. Wir sind für sie da. Wir sind ansprechbar. Wir versuchen in allen Bereichen, auch gerade im sozialen Bereich, den Zusammenhalt zu gewährleisten. Mein Aufruf an Sie ist es, gar nicht unbedingt noch weiter als potenzieller Ehrenamtlicher sich zur Verfügung zu stellen. Das können Sie auch tun, sondern kümmern Sie sich um die Menschen, die Hilfe brauchen, dass sie sich melden bei uns. Denn wir haben bisher da gar noch nicht so viele Nachfragen. Ich konnte heute mit meiner Familie zum ersten Mal am Glockengeläut der Hoffnung und am Licht der Hoffnung teilnehmen, miteinander und für andere beten. Das war in diesen Zeiten für mich, für uns wichtig. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie Ihre Möglichkeiten, Ihre Formen finden, Gemeinschaft auch in dieser Zeit leben zu können. Wir haben es weiter verstärkt mit einer sehr ernsten, wie die Bundeskanzlerin gesagt hat, Situation zu tun. Und ich möchte Ihnen jetzt auch sagen, wie ich es heute auch in einer kurzen Stellungnahme gegenüber der Rheinischen Post getan habe, was ich glaube, was jetzt wirklich notwendig ist. Wir müssen alles dafür tun, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Wir müssen wirklich Abstand halten. Und ich werde als Bürgermeister in den nächsten Tagen bis zum Wochenende prüfen, ob die Regelungen, die auf Basis der vielen Erlasse auch in Nettetal jetzt umgesetzt werden, tatsächlich funktionieren. Da gibt es positive und gute Beispiele. Sehr viele Menschen verhalten sich vernünftig, einige aber eben auch nicht. Und ich glaube, wir müssen das jetzt klare Regeln umsetzen. Ich setze mich dafür ein, dass in Nettetal eben überhaupt keine Personenansammlungen mehr stattfinden. Egal wo. Mit den Nettetaler Pfarrern, der Pfarrerin, haben wir besprochen, dass dies auch für, so schlimm das ist, Begräbnisse gilt. Es gibt keine engeren Trauerfeiern mehr, sondern nur noch im kleinsten Kreis bei ganz wenigen Personen die Verabschiedung am Grab. Und wenn selbst in diesem wirklich schwierigen, in dieser schwierigen Lebenssituation wir darauf bestehen müssen, dann gilt das für viele andere Bereiche erst recht. Und in diesem Zusammenhang werde ich genau schauen, wie Bund und Länder sich am Sonntag einigen. Und dann wollen wir in Nettetal eine Situation haben, die tatsächlich für all die, die sich vernünftig verhalten, ja jetzt schon eigentlich der Situation in Bayern sehr nahe kommt. Wir sollten dann herausgehen, wenn wir arbeiten, wenn wir einkaufen, wenn wir zum Arzt müssen, wenn wir einem anderen Menschen intensiv helfen müssen. Ich glaube, wir können alleine mit der Familie,
spazieren gehen, laufen. Und, sage ich auch ganz ehrlich, ich möchte meine Partnerin noch treffen können. Und ich glaube, das ist an Privaten das, was wir uns dann zubilligen. Und das ist das, was der bayerische Ministerpräsident im Wesentlichen umgesetzt hat. Wenn das so ist, wenn noch eine geringe Form von Bewegungsfreiheit im elementaren Bereich erhalten bleibt, wenn wir eine Ausgangssperre mit Augenmaß bekommen, dann, wie gesagt, ist das eigentlich das, was wir alle verantwortlich tun sollten. Sehr viele Anfragen und Hinweise bekomme ich bei den personennahen Dienstleistungen, Friseure, Kosmetikstudios und Ähnliches. Heute habe ich über Facebook mitbekommen, dass durch intensives Zuraten ein Kosmetikstudio von selbst geschlossen hat. Auch hier glaube ich, dass wir die aktuelle Regelung nicht so weiterführen können, die auf der Erlasslage beruht. Bayern hat das geändert und ich hoffe, dass wir in Nordrhein-Westfalen eine, wie gesagt, Regelung mit Augenmaß, aber auch Konsequenz bekommen. Ich werde Sie, sobald mir hier die Informationen vorliegen, beziehungsweise wir in Nettetal die notwendigen Entscheidungen treffen, darüber informieren. Und trotzdem ist auch jetzt das Wochenende eingeläutet. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie mit Ihren Familien hier auch miteinander und zueinander finden, sich erholen und in dieser schwierigen Zeit Kraft für die nächsten Tage und Wochen finden. Das wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.